Hallo zusammen. Hier liegen anderthalb Jahre meines Lebens, und zwar das Leben von meiner Familie sogar. Fotoalbum, ganz günstiges von Hamar, kostet irgendwie 10 Euro, ich verlinke da drauf. Da kleben wir jede Woche zwei Fotos rein und schreiben auf einer Seite so ganz kurz halt so ein bisschen, was passiert ist in dieser Woche. Private Dinge. Es hat einen unglaublich hohen sentimentalen Wert, hat für niemand anders Wert außerhalb der Familie, aber für uns ist es natürlich einer der wertvollsten Besitze überhaupt. Und das Album ist jetzt voll, das erste, und ich werde das abfotografieren. Und euch ganz kurz erklären, wie ich das mache. Ganz kurz, warum nicht einfach auf den Kopierer packen? Das könnte ich natürlich. Ich habe jetzt keinen Kopierer, der groß genug ist. Und es gibt auch hier bei uns im Dorf keinen Copy Shop. Und es ist für mich einfacher, das abzufotografieren, als jetzt in die nächste Stadt zu fahren, mir Copy Shop zu suchen und da irgendwie auf den Kopierer und dann das Ding immer knicken und so weiter und so fort. Das soll auch nicht kaputt gehen. Denn hier habe ich irgendwie volle Kontrolle und ich habe nachher auch maximale Qualität. Ich denke, eine höhere Qualität als der normale Copy Shop bietet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also die einfache Lösung. Es ist völlig unkompliziert. Ich erkläre ganz kurz, wie ich das mache. Dieses Video ist gesponsert von CevTest. Das ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank CevTest kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Es ist keine Installation notwendig, einfach den Browser oder Apps starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. So, die Idee ist, ich hebe die Bilder auf, ich bearbeite die aber nicht, ich gucke mir die auch nicht großartig an, ich checke nur einmal kurz, ob es funktioniert hat. Die sind nur dafür da, falls das Buch mal irgendwie wegkommt, falls Ronja das zerstört oder falls es verbrennt oder irgendwie einfach wegkommt. Passiert ja beim nächsten Umzug oder so, keine Ahnung. Deswegen fotografiere ich die ab und die Bilder archiviere ich dann ganz normal, die kommen ganz normal in mein Backup mit rein, das ich ganz normal mache. Dazu gibt es im Blog einen ausführlichen Beitrag, wie ich mein Backup mache. Ich verlinke auch da drauf. So, ich habe jetzt hier einen Tisch und da ist die Fensterfront. Das heißt, das Licht kommt von vorne. Deswegen steht hier ein Reflektor, damit eben hier keine dollen Schatten entstehen, sondern die ein bisschen wieder aufgehellt sind. Aber ansonsten arbeite ich nur mit Tageslicht. Also jetzt nicht mit der Deckenlampe oder sowas. Dann habe ich auch nicht verschiedene Farbtemperaturen. Es ist ein bewölkter Tag, das hilft. Ist jetzt ein bisschen sehr düster heute, aber spielt ja gar keine Rolle. Dadurch, dass die Sonne nicht reinscheint, ist das Licht halt eben gleichmäßig. Hier habe ich ein Lampenstativ, das ist eigentlich für Blitze. Da kann ich aber die Kamera raufparken und das hat jetzt einen Galgen. Das heißt, es hat ein Stativ, das ich so kippen kann. Und dadurch kann ich die Kamera positionieren, wie ich will. Ich habe jetzt 50 mm genommen. Das wäre auch meine Empfehlung, sowas um 50 mm, weil das in der Regel Objektive sind, die fast jeder hat, die sehr hochwertig sind, die eben nicht verzerren. Nicht versuchen, was sehr Weitwinkliges zu nehmen, weil dann hast du Verzerrung drinnen. Mehr Zoom ist eigentlich besser. Also kannst du auch, wenn du ein 90er Makro hast, nimm das 90er Makro, wenn du hoch genug kommst. Bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Von der Einstellung her, irgendwie sowas so um Blende 5, 6, 7, 8, das spielt nicht so eine Riesenrolle. Wichtiger ist das Auslösen, weil ich jetzt einen langen Arm habe, wackelt die Kamera relativ lange nach. Das heißt, ich verbinde die Kamera mit meinem Handy und dann sehe ich das Bild, den Bildausschnitt auch gleich. Das ist die Sony A7R3 und ich nehme die Sony-App dafür. Und das gibt es ja bei eigentlich allen gängigen Kameras. Dadurch kann ich das Bild sehen und ich kann dann übers Handy auslösen und habe dementsprechend keine Verwacklung. Das Buch habe ich ausgerichtet, der Tisch hat jetzt mehrere Bretter, das heißt, das habe ich an einem Brett ausgerichtet und habe es auch festgeklebt mit so Krepppapier-Klebeband. Das hat den Vorteil, dass das Buch beim Umblättern nicht verrutscht. Die Bilder sind nachher alle ausgerichtet. Wenn ich die doch mal bearbeiten sollte, dann muss ich sie zuschneiden und so weiter, dann kann ich alle markieren und alle auf einmal zuschneiden. Weil ich weiß, dass sie ausgerichtet sind. Und ich muss nicht jedes Bild einzeln machen oder so. Weißabgleich könnte man feststellen, ich arbeite mit RAW, von so spielt keine Rolle, es ist Tageslicht halt. Im Zweifelsfall, Weißab, wenn du mit JPEG arbeitest, den Weißabgleich fix auf Tageslicht stellen, dann ist es bei allen gleich. Und mehr ist eigentlich nicht dabei. ISO fix einstellen, wenn ich im Stativ bin. Und ich habe eben kurz getestet, ich bin so bei ungefähr einer Sekunde Belichtungszeit, das ist ein sehr guter Wert. Weil dann bin ich sicher, dass ich nicht irgendwie verwackel oder sowas. Und es dauert auch nicht ewig, um da die 80 Seiten, das bin ich ja in 2, 3 Minuten mit durch. Das ist schon alles. Ich mache einzelne Seiten, weil in der Mitte so ein Krepppapier ist und sonst ist das halt drauf. So viel dazu im Setup. Nochmal ganz kurz der Motivationsaufruf zu so einem Fotobuch, Fotoalbum für die Familie. Unglaublich hoher sentimentaler Wert, jetzt nach anderthalb Jahren schon, weil da die ganzen Kleinigkeiten halt auch drin sind. Jetzt bei uns natürlich auch, die Tochter ist geboren worden in diesem Zeitraum und die macht natürlich unheimlich tolle neue Sachen. Ne? Das erste Mal sitzen, das erste Mal Brei essen, das erste Mal Mama sagen, das erste Mal laufen, das erste Mal in die Krippe kommen und so weiter.
Ja, lauter solche Sachen, die halt spannend sind. Für mich als Fotograf ist es aber auch eine super Sache, weil ich habe jede Woche, klebe ich zwei Fotos rein. Das können Fotos sein, die ich auch beruflich mache, können Urlaubsfotos sein, das sind aber vor allem auch Alltagssachen. Und das heißt, die ganze Woche habe ich immer ein bisschen im Hinterkopf, ich muss diese Woche ein Foto machen. In der Regel ist es ein spezielles Foto, weil irgendwas passiert ist, oder ein so ein Alltagsfoto. Und das Alltagsfoto ist das Schwierige, weil überlegen wir ganz kurz, was ist in der letzten Woche bei dir zu Hause passiert? Und wie fängst du das in einem Foto ein? Ja, Ronja lernt laufen, die Ronja kann laufen. Wie mache ich ein Laufenfoto? Wie zeige ich das? Lasse ich sie nur über die Wiese laufen oder was mache ich mit ihr? Lasse ich sie hinter der Katze hinterher laufen, weil das macht sie sehr gerne und die Katze geht dann immer so zwei Schritte weiter, sodass Ronja gerade nicht an den Schwanz kommt. Da lachen wir ständig drüber. Fange ich sowas ein? Oder was mache ich? Das heißt, ich beobachte meine Familie und meinen Alltag bewusster. Ich einfach als privater Mensch beobachte meinen Alltag bewusster, weil ich immer ein bisschen überlege, was ist ein Foto oder was ist das Besondere an diesem Moment? Und dann versuche ich das auch noch in ein Foto zu packen. Das heißt, ich glaube, ich bin in 1,5 Jahren so ein bisschen besserer Fotograf geworden, im Sinne von, ich habe ein paar Tricks gelernt, aufgrund dieses Buchs. Weil ich immer mal wieder frage, wie fange ich das ein? Wie fange ich ein, dass Ronja läuft? Sie hat sehr spät angefangen zu laufen, aber dann so, als wenn sie das ewig überlegt hätte, so quasi ganz lange beobachtet und dann ist sie aufgestanden und ist gelaufen. Einfach so und auch relativ schnell schon. Und vom ersten Tag an hat sie angefangen, Ball zu treten. Also irgendwie Natural Born, Fußballspieler oder so. Also habe ich ein Foto, da ist jetzt ein Foto drin von ihrem ersten Mal laufen, wo sie halt mit dem hinter dem Ball hinterherläuft. Und dann habe ich halt mit der Verschlusszeit rumgespielt, dass ein bisschen Bewegungsunschärfe drin ist in dem Ball und so. Und das ist gar nicht so einfach, das hinzukriegen bei uns im Wohnzimmer, Ronja irgendwo hinstellen, hinsetzen, in die andere, den Ball vor sie legen, in die Ecke rennen vom Zimmer, Kamera hoch und sie dazu bringen, dass sie mit dem Ball zu mir läuft. Da war ich einen Abend mit beschäftigt für das eine Foto. Wenn du Kinder hast, weißt du, was ich meine. Relativ schwierig, die zu kommandieren. Also ich glaube, ich nehme als Fotograf einiges mit, ich nehme als Familienvater einiges mit. Es sind auch ein bisschen Familienprojekte natürlich, die wir dann machen. Da ist zum Beispiel, wenn du das Foto gesehen hast, von der Fackel von Christina von letzter Woche, das ist da natürlich auch drin als unser Foto der Woche. Und an dem Foto hängen auch ganz viele Erinnerungen, weil wir das zu dritt gemacht haben und so. Also, genug Motivation gelabert. Ich hoffe, das war nützlich und hilfreich. Ganz viel Spaß mit deinem Buch abfotografieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.